Der Nebel verzieht sich. Eben war es noch ganz nebelig, jetzt wird es richtig hell. Gut für uns, ich heiße euch nämlich auch wieder willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013. Wir rennen noch einmal schnell rüber zum Bankautomaten, da können wir nochmal 5000 reinklöppeln. Kann man ja mal machen, wenn man ein bisschen was parat hat, dass die Zinsen ein bisschen weniger werden. Ich finde das schade, dass man hier nur die Kreditzinsen bezahlt und der Kredit nicht langsam mit abgezahlt wird. Dann würde ich lieber 700 am Tag ausgeben für, dann wäre ich wenigstens irgendwann schuldenfrei, ohne dass ich groß drauf achten müsste, was einzuzahlen. Ah, naja, gut, so müssen wir halt ab und an mal hierher kommen, weil ich will die Schulden jetzt wirklich langsam mal los sein. Ich hasse es, Schulden zu haben, selbst im Spiel. Und ich hasse es vor allem, dass die mir das Geld abknöppen, da. Rüsselfang juckt mich nicht. So, ihr müsst jetzt alle langsam mal nachwachsen, ne? Das wisst ihr aber, hoffe ich. Weil ich möchte hier langsam mal ernten. Wer weiß, ob ich bei der Ernte überhaupt mal abladen muss, bevor wir durch sind. 10.000 Liter, das ist ganz schön was. Ich glaube, die zwei Felder zusammen hatten nämlich immer nur so 7.000 Liter gebracht. Ich bin mir da zwar nicht ganz sicher, aber wir werden es sehen. Vertraut mir, wir werden es sehen. Oh ja, wir werden es sehen. Da wir nichts anderes zu tun haben, nochmal ein bisschen was für die Kühe. Kann man ja zwischendurch immer mal machen, damit die auch wirklich das momentane Maximum, was ich bringen kann, produzieren. Und jetzt warten wir fleißig weiter, bis die Felder so weit nachgewachsen sind. Denn mit zwei, drei Spuren ist das Feld abgeerntet. Mit unserem tollen neuen Gerät. Ich bin immer noch so stolz darauf. Wie ein König fühle ich mich. Blöde Futterwiese, ey. Du bist viel zu klein. Blöde Absäbelmaschine, ey. Du bist viel zu klein. Dam, dam, dam. Und schwupp, fahren wir hier nochmal rum. Und schwupp, nehmen wir das hier mit. So, Kühe, jetzt passt mal auf. Ich fahre jetzt hier mal rückwärts ran. Dann kriegt er Futter von mir. Oh yeah, jetzt geht's... Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Die ersten Spuren. Ja, die Klappe geht auf. Ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Schneidewerk zuklappen. Ah, deshalb, das müssen wir noch machen. Und jetzt können wir losfahren. Und rein da. Ja, das macht, dachte ich mir nämlich, das wird direkt hier hinten zerhäckselt. Schneidewerk heben, Geräteauswahl wechseln. Helfer einstellen. Strohhäcksler ausschalten. Ah, okay. Alles klar. Dann brauchen wir doch keine andere Maschine. Mit der hier klappt das wunderbar. Muss man ja aber wissen, dass das geht, ne? So, jetzt haben wir den Strohhäcksler abgeschalten. Da können wir hier auch ganz beruhigt... Das ist ja wunderbar, wie das alles klappt. Ah, wir kriegen doch ganz schön viel aus den Feldern raus. 23 Tankfüllung. Ah, wir müssen jetzt ohnehin wieder anhalten, weil wir haben das halbe Feld abgeerntet mit zwei Spuren. Ach, ist das toll. Und ich habe da was stehen lassen. Da muss ich mal eben den Rückwärtsgang einlegen. So.
Nee. Lass du mich mal in Ruhe weitermachen. Ist das nicht genial? Oh, da habe ich wieder was stehen lassen. Ich liebe das neue Gerät. Die erste Ernte mit unserem neuen Gerät. Oh, ist das schick, wie das einfach nur aussieht, ey. Aber fahren wir durch und machen fertig. So, haben wir hier mal das Stroh hingekackt. Jetzt fahren wir das Rohr aus. So, jetzt müssen wir aufpassen. Der Anhänger kommt mir auf einmal so klein vor. Oh, zack. Wie da draus gedroschen wird hier. Das ist echt unfassbar. Da können wir direkt schon Carlos wieder anstellen. Du kommst mal mit. Hast du schön gemacht. Güldner. Beim Fahrzeughändler sind sämtliche Maschinen und Geräte von Güldner für kurze Zeit billiger. Ich habe da aber kein Geld. Ich habe kein Geld. Versteht ihr das nicht? Ich habe kein Geld. Das ist unfassbar, was wir mit zwei Spuren mit unserem Mähdrescher jetzt vollbringen können. Das wären mit dem anderen sechs Spuren gewesen. Wenn das mal reicht. Helfer. So, und wir gucken jetzt mal. Sonderangebote. Das sind die Güldner-Sachen, ne? Das ist ja nicht viel. Könnte also behalten. Wo ist mein Mähdrescher da? Oh, ich liebe dieses neue Gerät. Ich liebe es. Rohr einfahren und ab dafür. Aber jetzt ist ja der Korntank leer. So, also der nächste Wachstumsschub kann von mir aus kommen. Ich bin bereit. Hoho, noch zwei Bahnen und wir sind durch mit diesem Feld. Das kann man gar keinen erzählen, das ist so eine Verbesserung. So, wir sind soweit bereit. Bereit bis in alle Ewigkeit. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Haltet eure Eier warm, bis ich da bin. Mann. Schwupp. Ja, ist gut. Nee, brauche ich nicht. Danke trotzdem. Vielleicht ein andermal. Aber fürs Erste brauche ich es nicht, nee. Könnt ihr behalten. Oh, die haben hier wieder losgelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes haben die losgelegt. Kommt man als Normalsterblicher gar nicht nach. Zum Glück bin ich der Superlord, ne? In Wirklichkeit tue ich das Sammeln hier nämlich gerade auf Zeitlupe einstellen, damit ihr auch mitkommt, weil das geht eigentlich zusammen. Irgendwie hätte ich mich nicht so schnell bewegen sollen. Da habe ich glatt das Spiel runtergeschoben. Ich fasse es nicht. Wie habe ich das denn hingekriegt? Ich habe mich viel zu schnell bewegt. Okay, aber jetzt können wir dafür ganz beruhigt hier weitermachen. Nee, du.
Ja, du Huhn, alles wird gut. Alles wird gut, alles wird wunderbar. Hab dich einfach nicht so. Bock, 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 bock. Aber ich glaube, das waren jetzt auch alle Eier erstmal. Oh yeah, wir können weitermachen. Vorwärts! Oh, ist das schick! Ja, können wir annehmen. Ich mache hier noch schnell die Bahn fertig, dann können wir das schnell machen. Oh je, Peter hat mich gebaut. Ah, Mist. Ah, Mist 2. Ich hab da was stehen lassen. So, jetzt aber erstmal das hier. Ach, wir sind hier auch schon richtig. Dann können wir loslegen. Indem wir hier mal eine kleine Runde fahren. Und rein da. Rein ins Getümmel. Rein ins Getümmel mit Kümmel. So. Da können wir auch hier nochmal rum. Und da war es das auch schon. Das schöne große Erntelicht hier machen wir mal an. Oh, das wird knapp. Wir sollten aber die ganze Spur eigentlich mitbekommen können. Ich orientiere mich einfach ein bisschen hier am Rand und was stehen bleibt, bleibt stehen. Das holen wir uns dann später. So, bevor wir das Stück hier fertig machen, hole ich mir schnell noch die kleine Bahn hier. So. Das ist unfassbar. 4 Bahnen und das Feld ist abgeerntet. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich diesen Moment mal erlebe. So. Darf ich mich beglückwünschen, dieses Feld ist abgeerntet. So, das große Rohr ausfahren. Jetzt müssen wir noch zu unserem Wagen finden. Da wunderst du dich, Carlos, was wir hier abziehen, ne? Oh, ist da hinten schon fertig oder sieht das nur so aus? Ne, das scheint nur so auszusehen. Gut, laden wir halt doch ab. Ne, du, lass das mal. Verzeihung. So ist es doch fein. Oh yeah. Mhm. Aha. Oh yeah. Mhm. Aha. Wunderbar, damit ist das erste Feld wieder abgeerntet. Und das bedeutet für uns, dass wir hier ein Päuschen machen und uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut!